Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch hier begrüßen hier zu einer weiteren Folge hier meines Nostalgieprojekts hier Lohnunternehmen Allermann. Ja. Also wir haben ja die Mission ja jetzt fertig hier abgeschlossen gehabt in der letzten Folge natürlich. Also hier holen wir uns unsere Belohnung. Ja, was haben wir jetzt hier noch? Ballenpressen? Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich habe keine Ballenpresse. Pressen, pressen, pressen. Ja, pressen. Nein, also zum Spritzen hier gibt es jetzt nichts mehr, wie wir sehen. Schade irgendwie. Also. Ja, dann fahre ich erstmal hier vor zu meinem Feld, da wo ich einen Drescher stehen habe. Und dann machen wir hier unsere Ernte hier, Feld Nummer 2. Ihr kennt doch das gute Stück hier. Ja. Die Magdalena. Ja, ist ja echt gewaltig. Ja, schaut auch mal so traurig rein. Ja, weil ich. Ja, ich kann es verstehen, ich bin noch nicht fertig. Also fahren wir zu unserem Feld Nummer 2. Tun das. Das gibt's, was denn das für eine Ernte? Ey, das ist leider hier, kann man das hier nicht machen. Dadurch, dass ich keine Erntemaschinen für die habe. Tja, da müssen wir halt dann halt mal was schauen, was man was anderes noch macht. Aber cool, die Summe hier, was man hier verdienen könnte. Tja. Also fahren wir erstmal hier zu unserem Feld natürlich hin. Jetzt gehen wir erstmal Gummi, würde ich mal sagen. Also, Feld Nummer 2, ich erscheine. Ja, erscheinen ist immer gut. Sehen wir ganz kurz mal gucken. Tja, können. Ja, wir können so entlang fahren. Super Maldi, Leute. Ja, der geht hier über die Straße. Der war ja beinahe überfahren worden. Ja. Hey! Sowas aber auch. Habt ihr gesehen? Ohne nach links und nach rechts zu schauen. Das geht aber gar nicht. Dann müssen wir hier rüber. Jetzt nehmen wir hier jetzt eigentlich nochmal hier unser. Also unser Feld, aber wir machen das aber anders da. Fahr jetzt rauf und dann soll der Azubi hier den Schlepper hier zum Hof stellen. Lohnzahlung 0. Ah ja, der hat ja nichts gemacht. Da hinten ist unser Feld. Wir wollen nicht so weit laufen. Und der Azubi hat ja auch eine Freude. Er darf mal hier den Trecker mal zum Hof fahren. Alleine natürlich.
Ja, da sieht man schon hier das ganze Stroh und das ganze da oben steht unser Drescher. Ja. Also, dann schickt man jetzt hier uns ein. Normal sollte sie jetzt dann losfahren. Ah ja, ja, jetzt fährt sie los. Gott sei Dank. Auf und davon. Wie fährt denn die jetzt? Na, sowas aber auch. Ja, wir laufen jetzt mal rauf. Die Zunge hängt mir aus dem Hals. Na, jetzt habe ich den Schlauch in der Hand auch noch. So ist aber auch. Ja, der Bot ist auch geil irgendwie, das in der dritten Person, aber leider funktioniert der nicht im Multiplayer. So, starten jetzt mal unsere Hütte. Läuft. Ja, irgendwas habe ich seit einiger Zeit, ich habe aber keine Lust mehr, die ganze also Input-Binding hier zurückzusetzen, das nochmal neu zu programmieren. Ja, funktioniert bei mir irgendwie auf einmal nicht mehr hier die Belegung, die was ich da hatte. Komische. Von heute auf morgen. Ja, der Drescher ist auch bald voll. So, wir schneiden das jetzt mal hier so ab, hier das Stückchen, und dann brauchen wir mal so blöd da hin und her kutschen. Ja, also, wenn man hier sieht, also ich habe hier schon viel Kraftstoff verbraucht. So. Oh, gut. Drecker schon am Hof. Praktikantin hat es gut gemacht, wie man gesehen hat. Außer, dass es quer übers Feld gefahren ist. Das hat mir nicht so gefallen. Ja, aber wie gesagt, Fachkräfte und gutes Personal ist rar. Deswegen wollen dauernd auch hier unsere Politiker immer die Leute aus dem Ausland holen, statt die Leute, also die Betriebe anzuregen, dass sie die Fachkräfte ausbilden.
Ja. Und was ist mit denen los? Zwei ist gebadet oder geduscht? Warum der mir hier, also wie wir gesehen haben, hier durch die Frucht fährt, statt da fährt, wo ich schon mal, also das weggedroschen habe? Das soll einer mal verstehen. Und was der so sinnlos die Gegend rumwirkt. Dauernd fährt er durch die Frucht. Es fährt da weg. Ich verstehe es hier wiederum nicht. Parkt da mitten im Feld. Ich denke mal, da geht man mal das Rohr langsam aus, dann dass er weiß, dass er antraben muss. Wir sind ja jetzt schon relativ voll. Dann sage ich höchstens an, trab an, du Klappstuhl. Hey, keiner sagt was. Und ich bin voller als wie voll. Und erscheint doch. Bin mal gespannt. Aber es sieht echt geil aus, der Rauch. Das war was. Das machen wir jetzt so.
Man meint gar nicht, dass das Feld so riesig ist. Wahnsinn. Vielleicht ist dann das Feld fertig, wenn also LS22 also weg ist. Wieder. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, dass dann nachher LS24 oder was rauskommt. Oder LS25, weil normal war ja gewesen 9, 11, 13, 15, 17, 19. Da wäre jetzt denn normalerweise ja 21. Ja, oder sie hätten 23 machen. Aber es gibt jetzt halt 22. Na, was ist los? Ups, da habe ich was stehen lassen. Hihi. Ja, schon übersehen hier, die Zeit ist schon wieder rum. Ja, ich hoffe, euch hat hier die Folge gefallen. Wenn ja, schaut's wieder rein, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao. Mal aufpassen, dass ich vorne dann gescheit die Kurve kriege.